Gestern, am 5. Oktober 2022, wurde der Nobelpreis in Chemie für die sogenannte Klickchemie verliehen, beziehungsweise die bio-orthogonale Chemie. Das möchte ich zum Anlass nehmen, um in diesem Video mal ein bisschen was darüber zu erzählen, was denn das Tolle an dieser Chemie ist. Dementsprechend werde ich das Video in zwei Teile teilen. Der erste richtet sich auch an, ich sag mal, normale Menschen, ja, nicht Chemiker, nicht Spezialisten, die einfach mal so ein bisschen darüber horchen wollen, was ist denn jetzt das Besondere an dieser Chemie, warum gab es denn dafür einen Nobelpreis? Und im zweiten Teil, der wird sich dann eher, sagen wir mal, an die Spezialisten richten, an Chemiker und an die, die es werden wollen. Und da werden wir auch so ein bisschen auf die mechanistischen Details eingehen und Sie sehen schon, da passiert einiges. Aber bevor wir dahin kommen, lass uns zuerst mal überlegen, was ist denn das Tolle an der Klickchemie, warum gab es denn dafür einen Nobelpreis? Dieser Name, Klickchemie, der sagt im Prinzip schon, was daran besonders ist. Denn das ist eine Chemie, die extrem zuverlässig funktioniert, mit der ich zwei Moleküle immer, egal was da dran ist, wie ein Klick zusammensetzen kann. Ja, wie so zwei Lego-Bausteine. Dafür nimmt man ein sogenanntes Alkin, das ist einfach eine CC3-Fachbindung, und ein Acid, das sind einfach drei Stickstoffe aneinander, und an denen können irgendwelche Reste hängen. Ich habe die hier R1 und R2 genannt. Ja? Und die können zu einem sogenannten Triazol reagieren. Das ist nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist, dass ich diese Reste R1 und R2 miteinander verbunden habe. Und da kann halt alles Mögliche dranhängen. Ja, da können Zucker dranhängen, da können Fluoreszenzfarbstoffe dranhängen, da können irgendwelche Bio-Label dranhängen, da kann Arzneimittel dranhängen, alles Mögliche geht da. Und das Tolle daran ist wirklich diese Zuverlässigkeit. Und naja, wenn ich jetzt sage, oh, das ist eine Reaktion, die funktioniert zuverlässig, das klingt so, als würde die ganze restliche Chemie nicht funktionieren und als wäre das alles, was wir hier den Studierenden erzählen, alles nur Quatsch. Nein, das ist natürlich auch nicht so ganz richtig. Aber wenn man mal selber im Labor gearbeitet hat, dann merkt man, dass es natürlich gerade bei so komplexen Verbindungen, wo es mehrere funktionelle Gruppen gibt, die alle irgendwas machen können, es immer wieder zu vielen, vielen Nebenreaktionen kommen kann. Und das ist im Laboralltag ein ganz schönes Problem. Also wenn man sich mal überlegt, ein Chemiker will eine Verbindung machen, Arzneimittel oder irgendeine tolle neue Verbindung, mit der er was ausprobieren möchte, ja, dann muss er sich die selber synthetisieren, also selber herstellen. Und das funktioniert im Allgemeinen nicht dadurch, dass man einfach irgendwie ins Labor geht, fünf Sachen zusammenkippt und dann schon das rauskommt, was man haben möchte. Ja, sondern das passiert meistens so, dass man ja, eine Reaktion macht und dann eine ganz bestimmte Bindung knüpft und dann zu einem Vorläufer kommt und den dann weiter umbaut und dann über mehrere Schritte oder Stufen, sagen wir Chemiker, zu etwas umbaut, das man dann ja, am Ende haben möchte. Und das können durchaus auch schon so mal 20 Stufen sein, über die man das Ganze macht. Ja, und das klingt jetzt auch erstmal noch nicht ganz so schlimm, aber wenn man sich darüber klar wird, was das im Arbeitsalltag bedeutet, dann wird das schon ja, direkt viel greifbarer. Denn eine Stufe heißt, ich mache eine Reaktion. Das heißt, ich gehe morgen ins Labor, wiege das alles irgendwie ein, kippe das zusammen unter einem bestimmten ja, Bedingungen, in einem Lösungsmittel, mache das warm, habe das vielleicht unter einem Schutzgas oder sowas und dann gehe ich irgendwie Mittagessen, koche das über das Mittagessen, komme zurück, muss das aufarbeiten, dann ist das immer noch nicht fertig, dann muss ich das noch sauber machen, das dauert dann irgendwie bis abends und abends kann ich dann vielleicht runter zum NMR-Spektrometer gehen, ja, um nachzugucken, ob denn überhaupt das entstanden ist, was ich haben wollte und ob das überhaupt das ist, was ich isoliert habe. Und wenn ich Glück habe, kann ich dann am nächsten Tag in meinem Spektrum sehen, aha, super Sache, hat funktioniert. Und dann kann ich die nächste Stufe machen und der ganze Spaß geht wieder von vorne los. Das heißt, so 20 Schritte im Labor, das ist, wenn alles wirklich super läuft, ein Monat Arbeit. So. Und häufig macht man das natürlich so, dass wenn man, sagen wir mal, so ein großes Molekül macht, man nicht alle Stufen hintereinander macht, sondern man baut erst so ein bisschen die linke Seite, dann baut man die rechte Seite. Und das heißt, ja, wenn dann in jedem hier so viel, viele Stufen und viel Arbeit drin steckt, dann möchte man natürlich für das Zusammenbauen dieser großen Moleküle am liebsten eine Reaktion haben, die unglaublich zuverlässig ist. Und das ist eine Anwendung zum Beispiel für diese Klickchemie. Und diese Zuverlässigkeit, die haben die Herren Sharpless und Meldahl, die den Nobelpreis bekommen haben, aus dieser Reaktion rausgekitzelt, indem die Kupfersalze hinzugegeben haben. Die haben das beides gleichzeitig gemacht, also die haben gleichzeitig parallel das entwickelt. Und der Herr Sharpless, der hat da einen ziemlich coolen ja, Trick gemacht, um zu zeigen, wie zuverlässig diese Reaktion ist. Ja, und wie viel, sagen wir mal, Störfaktoren die abkann.
Wenn man eine neue Reaktion veröffentlicht, also sie haben irgendwas Neues entwickelt und sind der Erste, der das beobachtet hat und wollen jetzt natürlich irgendwie das der Welt präsentieren, dann macht man das normalerweise so, dass man das an ein Journal schickt und dann muss man erstmal so Tabellen kochen. Dann guckt man erstmal, okay, in welchem Lösungsmittel funktioniert das denn besonders gut, mit welchen Resten, die da dranhängen, funktioniert das denn besonders gut, gibt es irgendwelche anderen funktionellen Gruppen, die da toleriert werden oder nicht toleriert werden. Das heißt, man macht da so lange Tabellen. Ja, und normalerweise kriegt man dann so eine Idee von, das funktioniert und das funktioniert eher nicht und das ist schwierig und das geht so und das kann man vielleicht irgendwie noch so überzeugen, dass es das macht. Aber in diesem Paper war es halt so, klapp, 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 klappt übrigens auch, klappt alles, super Sache. Und irgendwann hat dann Sharpless gesagt, so, jetzt machen wir mal hier ein bisschen abgefahrenes Lösungsmittel. Jetzt nehmen wir das Ganze nämlich in Jack Daniels. Ja. Und Jack Daniels als Lösungsmittel ist das, wo kriegt ein Chemiker, kriegt der Herzklabaster. Ja? Weil Jack Daniels ist jetzt mitnichten eine 40%ige Lösung von Alkohol in Wasser, sondern da ist noch alles Mögliche an, ich sag mal, Jod und Zeug drin, ne? Aber für den Chemiker ist das Schlotz. Ich habe hier mal so eine kleine Anschauungsprobe mitgebracht. Ja? Also man sieht schon an der Farbe, ist jetzt nicht Jack Daniels, ist ein irischer Whisky, dessen Marke ich nicht nennen möchte, aber man sieht schon an der Farbe, das ist nicht nur Wasser und Alkohol, sondern da ist noch alles mögliche andere drin. Prost übrigens. So, und selbst bei diesen ganzen anderen chemischen Verbindungen, die da drin sind, verläuft die Klickreaktion noch vollkommen ungestört. Das heißt, die ist einfach total uninteressiert an irgendwelchen Störeinflüssen, die es gibt. Und das gibt natürlich noch eine andere Anwendungsmöglichkeit. Das gibt natürlich auch die Möglichkeit, in lebenden Organismen, also zum Beispiel im Blutplasma, solche Reaktionen durchzuführen. Mhm. Weil dann kann man nämlich ganz tolle Sachen machen. Und da kommt die Frau Professor Bertozzi mit ins Spiel. Denn was man damit zum Beispiel machen kann, ist das, was sie gemacht hat. Die hat so Zuckermoleküle gebaut, die an Zelloberflächen binden. Zucker sind im Körper nicht nur dafür da, um Energie zu liefern und dann am Ende hier auf den Hüften zu landen, sondern Zucker sind auch dafür da, um bestimmte Erkennungsprozesse durchzuführen. Das sind nämlich dreidimensional ganz schön interessante Moleküle, die da sehr, sehr variabel sind und die dementsprechend hervorragend geeignet sind, Schlüssel für bestimmte Schlösser zu sein. Klassisches Beispiel, die Blutgruppe, die wir alle irgendwie haben, die wird darüber bestimmt, dass ein bestimmter Zucker in einer bestimmten Art und Weise zusammengebaut ist und dadurch mit einem Rezeptor an einer Zelloberfläche interagiert. Und diese Interaktion wäre natürlich schön, wenn man die sichtbar machen könnte. Und eine Variante ist, dass man damit zum Beispiel einen Fluoreszenzfarbstoff dranhängt. Ja, weil dann kann man sehen, okay, die Zellen, die irgendeinen Rezeptor an der Oberfläche haben, wenn das da dran bindet, fangen die an zu leuchten unter dem Fluoreszenzmikroskop. Jetzt ist das Problem, so ein Fluoreszenzfarbstoff, das ist ein ziemlicher Pröller. Ja? Also das ist ein relativ großes Molekül. Das heißt, das kann natürlich auch eventuell die Bindungseigenschaften verändern. So ein Acid hier, das ist aber ganz schön klein. Das sind nur drei Atome, das ist auch so schön gerade. Und wenn ich das irgendwo dran baue, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwas macht, schon viel, 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 viel geringer. Aber wenn ich dieses Acid dran habe, dann kann ich natürlich mit so einer schönen Klickchemie danach meinen Fluoreszenzfarbstoff dran bauen und dann zum Beispiel sichtbar machen, wo hat denn hier jetzt was an die Zelloberfläche gebunden oder nicht. Ja? Das heißt, auf diese Weise kann ich eine sogenannte bio-orthogonale Reaktion durchführen. Und bio-orthogonal heißt eine Reaktion, die anders ist als die normalen Reaktionen, die in der Biologie ablaufen. Und Alkine und Azide, das müssen Sie mir jetzt vielleicht einfach mal so glauben, da macht der Körper nicht viel mit. Ja? Das ist jetzt nicht so das Standardrepertoire dessen, was hier so abläuft gerade. Das heißt, so ein Azid ist im Körper eigentlich relativ unaktiv erstmal. Und wenn ich dann quasi ein Alkin dazu gebe, dann kann ich halt damit den Fluoreszenzfarbstoff dran klicken. Und das ist das Tolle daran. Jetzt ist allerdings das Problem dieses Kupfer-1-Salz, was der Sharpless und der Meldal benutzt haben, um diese Reaktion zum Klicken zu bringen, das ist für Zellen nicht ganz so günstig. Ja? Also lebende Wesen mögen es nicht, wenn man da Schwermetalle drauf wirft in rauen und anständigen Mengen. Und da kommt der Trick von der Frau Professor Bertozzi ins Spiel. Die hat nämlich darüber, dass sie das Alkin hier in so einen Ring reingepackt hat, ist unglaublich aktiviert. Und damit
sagen wir mal, noch kompliziertere Strukturen hier aufgebaut, die es aber auch erlauben, zwei Reste miteinander zu verbrücken. Und das funktioniert halt sogar in Blutplasma, ohne dass ich irgendwas dazugeben muss, um da ja, irgendwelche giftigen Nebenreaktionen zu haben. Und da kommt dieser Begriff Bioorthogonalität her. Ja, also ich habe eine Chemie, die quasi nichts mit der normalen Körperchemie zu tun hat und dementsprechend auch von der nicht gestört wird. Und das ist quasi der Anteil der Frau Bertholz. Ja, also eine Chemie, die es einfach zuverlässig erlaubt, zwei Sachen miteinander zu verknüpfen. Und das ist ein unglaublich mächtiges Werkzeug. Ja? Das wird noch für viel, 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 viel mehr angewandt als das, was ich gerade eben erzähle. Wann immer man zwei große Bausteine zusammenbauen will und einem jetzt nicht so ganz wichtig ist, wie die genaue Struktur des Endmoleküls ist, sondern wo man einfach nur diese zwei Bausteine zusammenbauen will, ist Clickchemie eine super Lösung, weil man kann damit natürlich auch super schnell Bibliotheken aufbauen. Ne? Ich muss ja nicht immer den gleichen Rest hier nehmen. Ich kann ja 10 verschiedene Alkine und 10 verschiedene Azide nehmen, 10 mal 10, haben wir 100 verschiedene Verbindungen, ja, die ich sehr zuverlässig dann miteinander zusammensetzen kann. So, jetzt gucken wir uns das Ganze aber mal ein bisschen mehr im Detail an. Das heißt, wenn Sie keine Chemiker sind, dann werden Sie jetzt wahrscheinlich hier so ein bisschen keinen Spaß mehr an der ganzen Geschichte haben, aber für die Experten am Bildschirm wollen wir uns natürlich jetzt auch hier mal die Details angucken. Also, wie schon gesagt, bei der klassischen Klickreaktion wird ein Alkin mit einem Acid umgesetzt zu einem sogenannten Triazol. Und das ist eine Reaktion, die ist schon länger bekannt. Die wurde nämlich entwickelt von dem Rolf Hüsken und das ist eine sogenannte 2 plus 3 Zykloadditionsreaktion. Wenn Sie hier den Kanal schon ein bisschen länger verfolgen, haben Sie ja vielleicht das Video Perizyklische Reaktionen für Fußgänger gesehen. Eine 2 plus 3 Zykloaddition ist eine Zykloaddition, wenn Sie das zumindest in runde Klammern schreiben, wo sie einen Zweierbaustein und einen Dreierbaustein zusammensetzen. Manchmal spricht man dabei auch von 1,3 dipolaren Zykloadditionen. Das hat jetzt nichts mit dieser Zahlengebung zu tun, sondern es liegt einfach daran, dass sie an dem Dreierbaustein einen sogenannten 1,3 Dipol brauchen. Das heißt, in der Position 1 und in der Position 3 brauchen sie einmal ein positives und ein negatives. Anderes Beispiel, das Sie da vielleicht kennen, Ozonolyse. Ne? Das sind so die Klassiker, die es dabei gibt. Und wenn man das einfach nur in so einer klassischen 2 plus 3 Zykloaddition durchführt, dann muss man das Ganze relativ warm machen. Und das ist die Chemie, die der Herr Hüsken da gemacht hat. Kann man sich auch vorstellen, ne? Ich habe hier ja bei diesem Zweierbaustein, wenn da die P-Orbitale irgendwie hier mit den P-Orbitalen von dem Acid überlappen wollen, was ja ein Dreierbaustein ist, und Sie sehen, ich habe Ihnen das hier in einer mesomeren Grenzform hingemalt, wo der Stickstoff in der Mitte quasi jeweils eine Doppelbindung zu dem einen und zu dem anderen hat, einfach um zu zeigen, wie unglaublich gerade und schlank so ein Acid ist. Ja? Denn dadurch sieht man auch, dass die relativ weit auseinander sind, die Stickstoffe, und das heißt, es ist nicht so ganz hundertprozentig optimal, ja? Aber wenn man es ein bisschen warm macht, kommt man halt hier bei einem Aromaten an. Ne? Also wir haben hier, Moment, mal bei dem Stickstoff hier doch nochmal ein freies Elektronenpaar, da sieht man 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pi-Elektronen da drin. Ja? Das heißt, wir haben hier ein schönes thermodynamisches Loch, in das wir reinfallen können. So, das ist wie gesagt die Chemie vom Herrn Hüsken. Der hat den Nobelpreis nicht bekommen, was unter anderem wahrscheinlich auch daran liegt, dass der 2020 gestorben ist. Fast 100 Jahre alt geworden, der Mann. Wahrscheinlich hat gestern in Gerolstein ein Grabstein gewackelt. Naja. Aber das, was wirklich diese Chemie toll gemacht hat, ist halt das, was Sharpless und Meldahl gemacht haben. Die haben nämlich durch Zugabe von Kupfer 1 das Ganze viel schneller gemacht. Also die haben die Reaktion katalysiert. Und diese kupferkatalysierte Reaktion, das ist dann auch keine 2 plus 3 Zykloaddition mehr, sondern die verläuft über einen etwas komplizierteren Mechanismus. Den gucken wir uns gleich noch im Detail an. Ja? Aber das Ganze passiert dann dementsprechend bei Raumtemperatur. Und da gibt es viele verschiedene Protokolle für. Entweder man gibt das Kupfer 1 direkt rein oder man gibt Kupfer 2 rein und so ein bisschen Ascorbinsäure, einfach um das Ganze dann in situ zum Kupfer 1 zu reduzieren. Ja? Das sind verschiedene Varianten, wie man halt diese Klickreaktion durchführen kann. Und die Frau Bertozzi, wie gesagt, die hat die Reaktion ein bisschen anders zum Laufen gebracht gekriegt. Die hat durchaus eine 2 plus 3 Zykloaddition gemacht, aber die hat einfach das Alkin dadurch aktiviert, dass sie es in diesen Ring gezwungen hat. Hier sehen Sie so ein Zyklooktin-Derivat und wenn Sie sich
ein Alkin vorstellen, ja, da haben Sie ja hier 1, 2 SP-hybridisierte Kohlenstoffatome. Und SP-hybridisierte Kohlenstoffatome, die wollen eigentlich linear sein. Ja, das heißt, sie zwingen halt diese Reste, die hier an dem Alkin dranhängen, in eine Position, in der sie eigentlich nicht sein wollen. Das heißt, sie erhöhen die Reaktivität von dem Alkin ganz erheblich, da sie es thermodynamisch instabiler machen. Kann man sich auch ganz gut vorstellen, ich habe Ihnen einfach mal diese P-Orbitale hier hingemalt, die eine Pi-Bindung ausbilden. Und da sehen Sie, ja, ich habe jetzt hier jedes Mal ein Elektron reingemacht, dass die quasi im Raum relativ weit auseinandergezerrt werden. Ne, kann man sich dann vielleicht auch ganz gut vorstellen, dass dann hier die Überlappung besser wird, aber das will ich jetzt meine Hand für nicht ins Feuer legen. Ne? Das heißt, wir haben es mit einem extrem reaktiven Alkin zu tun. Und ja, die Frau Bertozzi hat dann hier noch so zwei Fluorsubstituenten dran gebaut, die quasi als Minus-I-Substituent das Alkin noch ein bisschen reaktiver machen. Und dann muss ich halt irgendeinen Henkel dran, wo ich meinen Rest R dranhängen kann, wo ich dann zum Beispiel irgendwie mein Fluoreszenzlabel dranhängen kann. Ne? Und auf der anderen Seite habe ich das Acid, das kann ich dann zum Beispiel in einem Zuckermolekül drin haben, das dann irgendwie an einem Glykan dran sitzt und dann an Zelloberflächen bindet. Und dann kann ich halt im, sagen wir mal, einem biologischen Medium diese Klickreaktion durchführen. Auch hier mache ich wieder einen Aromaten, ja, aber wie gesagt, dass die Triebkraft der Reaktion, ja, ist, dass ich halt hier vom SP zu einem SP2 hybridisierten Kohlenstoffatom komme und hier natürlich der Bindungsnickel viel besser passt als hier drüben. Ja, das heißt, ich habe quasi einfach die edukte Reaktive gemacht. Okay, also das ist quasi die Bertozzi-Variante, normale 2 plus 3 Zykloaddition. Aber jetzt gucken wir uns mal den Mechanismus an von der Kupferkatalyse und das finde ich ganz spannend, denn der hat sich verändert, seit ich den damals in meinem Studium gelernt habe. Denn 2005 gab es ein Paper, wo zum ersten Mal nahegelegt wurde, dass zwei Kupferatome in diesem Mechanismus eine Rolle spielen und dementsprechend möchte ich hier Ihnen auch quasi die neueste Variante präsentieren. Dazu setze ich mich einfach mal daneben, weil Sie sehen, hier ist schon einiges los. Da gehen wir mal ganz in Ruhe gemeinsam durch. Es ist vielleicht nicht verkehrt, wenn Sie sich vorher das Video zu den Kreuzkupplungen angucken, denn da geht es natürlich so ein bisschen um die Grundreaktionen der organischen Chemie und was auch nicht verkehrt ist, das Video zur Sonoka-Schirra-Kupplung. Denn wir haben hier auf der einen Seite ein Alkin und wir haben Kupfer in der Oxidationsstufe plus 1. Und ich sage ja immer, wenn Sie über Metalle in der organischen Chemie nachdenken, ist es eigentlich nicht verkehrt, sich so ein bisschen an Ihr Grundpraktikum zurückzuerinnern. Denn im Grundpraktikum haben Sie ja so lauter Fällungsversuche gemacht, ja, oder irgendwelche tollen Komplexe gemacht. Und das hilft Ihnen auch später im Studium oder in Ihrem späteren Leben, einfach um so ein bisschen eine Idee dazu zu haben, welche Heteroatome reagieren denn besonders gerne mit welchen Metallen. Und bei Kupfer, da erinnern Sie sich vielleicht noch an den Kupfer-Tetramin-Komplex. Das war so ein ganz tiefblauer Komplex, haben Sie garantiert im ersten Semester gemacht oder vielleicht sogar auch mal in der Schule. Ja? Das heißt, Kupfer mag Stickstoff. Kupfer mag aber noch was. Kupfer mag auch Dreifachbindung. Stichwort Sonoka-Schirra-Kupplung, da haben wir da schon drüber gesprochen. Ja, und da ist natürlich auch hier jetzt relativ klar, ne? Retrospektiv ist man immer schlau, warum Kupfer hier so eine super Wahl ist. Denn wir haben auf der einen Seite hier ein Acid mit ganz vielen Stickstoffen und auf der anderen Seite ein Alkin mit einer Dreifachbindung. Okay, also Kupfer 1 reagiert erstmal mit unserem Alkin und koordiniert dabei an diese Dreifachbindung. Wir machen einen sogenannten Eta-2-Komplex. Das heißt, das Kupfer reagiert quasi oder nimmt als Ligand eine dieser Pi-Bindungen. Ja, das heißt, wir haben formal eine Bindung zu zwei Atomen, deshalb sprechen wir hier von einem sogenannten Eta-2-Komplex. Dadurch wird die Azidität dieses Protons hier erheblich vergrößert, denn wir haben ja jetzt quasi so eine, ja, ich sag mal, dreifachbindungsspezifische Lewis-Säure hier reingebracht. Alkine sind ohnehin schon relativ azide, so pKa-Wert von 25. Dadurch, dass das Kupfer 1 jetzt hier dran koordiniert hat, wird diese ganze Azidität nochmal vergrößert. Das heißt, wir können jetzt ein H+ abgeben und dann kommt ein weiteres Kupfer 1 hinzu, sodass wir am Ende jetzt zwei Kupfers an dem Alkin dran sitzen haben, und zwar eins, das einfach im Sinne von so einer Sigma-Bindung hier dran sitzt, also ein Eta-1-Komplex, und eins, das an dieses Alkin koordiniert ist, also in Form eines Eta-2-Komplexes. Wenn Sie sich den Mechanismus auf Wikipedia angucken, da wird dann zugeordnet, welches Kupfer welches ist.
Da würde ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen, um das zu machen. Ist aber auch ehrlich gesagt nicht ganz so kriegsentscheidend. Wichtig ist, wir haben jetzt beide Kupferatome hier dran sitzen und die mögen ja, wie wir eben schon gesagt haben, nicht nur Alkine, die mögen auch Stickstoff. Das heißt, im nächsten Schritt kann jetzt hier dieses Azid mit reinkommen. Ja? Und wenn dieses Azid mit reinkommt, dann wird erstmal der Stickstoff, der hier negativ geladen ist, an das Kupfer koordinieren. Ich habe Ihnen jetzt hier das Azid in einer anderen mesomeren Grenzform hingeschrieben. Ja, also man kann die Ladung da so ein bisschen über das ganze Molekül verteilen. Aber im Prinzip kann man entweder hier oben oder hier unten eine negative Ladung hinzeichnen. Die hier oben ist ein bisschen stärker, weil hier haben wir ja noch den Rest R2 dran. Also irgendein Alkylrest. Alkylreste sind im Allgemeinen elektronenschiebend. Das heißt, hier ist die Elektronendichte etwas höher. Denken Sie daran, wie bestimmen wir pKs-Werte, wie bestimmen wir Basizität. Auch dazu kann ich Ihnen hier oben ein Video verlinken. Gut, also, das heißt, dieses elektronenreiche Stickstoffatom koordiniert an unser Kupfermetall. Dadurch wird jetzt hier eine neue Bindung zu dem Kupfer ausgebildet und jetzt passiert was Wichtiges. Von dem Kupfer klappt ein Elektronenpaar runter zu dem rechten Kohlenstoff des Alkyns. Ja, und das ist ganz wichtig. Vorher hatten wir nur so eine koordinative Bindung. Jetzt klauen wir dem Kupfer ein Elektronenpaar. Das heißt, wir führen hier gerade eine Oxidation durch. Ja, wenn immer wir Elektronen von einem Metall wegklappen lassen, ist es eine Oxidation. Wenn immer Elektronen zu einem Metall hinklappen, ist es eine Reduktion. So. Damit hier was hinklappt, muss hier auch was wegklappen. Das heißt, das Alkin klappt hier rüber zum Stickstoff und von dem Stickstoff klappt was zu dem positiv geladenen Stickstoff. Und wir haben hier einen solchen Sechsring mit einem Kupfer drin. Was wichtig daran ist, wir sind jetzt vom Kupfer 1 zum Kupfer 3 gekommen. Das heißt, wir haben hier eine oxidative Addition durchgeführt. Wenn Sie sich so den einen oder anderen Mechanismus, den man dazu im Internet findet, angucken, dann sieht man auch manchmal, dass das Ganze so gezeichnet ist, dass dieser Stickstoff quasi zwischen den beiden Kupfern sitzt. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, weil dann wird das Ganze ein bisschen unübersichtlich, aber das können Sie ja vielleicht mal im Hinterkopf behalten, ne, dass wenn der darüber wandert, dann wäre der 3 und der 1 und das ist dann so ein bisschen, ja, kann man sich vorstellen, wie zwei mesomere Grenzstrukturen und die Wahrheit liegt wirklich irgendwo dazwischen. Aber wie gesagt, ich habe mich entschieden, das hier so zu zeichnen, weil dann sieht man sehr gut, was im nächsten Schritt passiert. Ja, Kupfer 3, hohe Oxidationsstufe, geht aus dieser Bindung raus, dann passiert einfach nur eine reduktive Eliminierung und ich mache eine neue Bindung zwischen diesem Stickstoffatom und diesem Kohlenstoffatom. Und alles, was ich jetzt noch habe, ist hier das zweite Kupferatom, was drin ist. Und das werde ich dadurch wieder los, dass ich das H+, was ich hier vorher rausgenommen habe, wieder reinsetze. Das ist eine Kohlenstoff-Metall-Bindung. Wenn Sie einen Grignard in Wasser werfen, wird er auch einfach nur mit H+ reagieren und entsprechend abgesättigt werden. Reaktivität von Kohlenstoff-Metall-Bindung kann man sich immer ein bisschen vorstellen, wie würde ein Kohlenstoff-Anion reagieren. Und damit sind wir bei unserem Klickprodukt. Und was auch wichtig ist, wir haben wieder unser Kupfer 1. Das heißt, wir haben Kupfer 1, das katalytisch quasi diesen Kreislauf immer durchlaufen muss. Das heißt, theoretisch kommen wir hier mit sehr, sehr kleinen Mengen Kupfer 1 davon. Praktisch ist es allerdings so, dass wir häufig da ein Reduktionsmittel zugeben müssen, denn natürlich kann Kupfer 1 zu Kupfer 2 oxidiert werden und das ist dann tot in der Reaktion. Ne? Deshalb habe ich eben schon mal gesagt, Ascorbinsäure wäre da so ein Klassiker, der dafür sorgt, dass man das Ganze auch mit guten Ausbeuten durchführen kann. Gut, am Ende des Tages eine tolle Chemie, die verdient den Nobelpreis bekommen hat. Für Barry Sharpless war es sogar der zweite Nobelpreis, den er in seinem Leben bekommen hat. Ja, den ersten hat er für seine katalytischen Oxidationsreaktionen gefunden. Auch dazu verlinke ich Ihnen hier im Abspann mein Video. Sharpless hat auch den Namen, diesen Namen Klickreaktion, sagen wir mal, ins Leben gerufen. Und Klickreaktionen sind in der Tat nicht nur diese Reaktion von einem Alkin mit einem Azid, das sind so die Klassiker, an die man als allererstes denkt, aber eine Klickreaktion ist eigentlich alles, was ja in irgendeiner Art und Weise hervorragend funktioniert. Ich versuche mich mal hier in die Mitte zu stellen und blende Ihnen hier vielleicht nochmal zwei andere Beispiele an. An dieser Stelle bleibt mir aber nur erstmal den drei Professoren, die den Nobelpreis erhalten haben, zu gratulieren, Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit zu danken. Und ja, wenn Sie noch was gucken wollen, wie gesagt, hier haben Sie einmal da das Video,
zu der anderen Chemie vom Herrn Schablös. Und hier verlinke ich Ihnen mal so eine kleine Playlist über das, was wir so machen. In diesem Sinne, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.